Jo, hier ist Mr. Mike. Wie der Titel schon sagt, habe ich was Neues bekommen. Neue Schuhe von Carlo. Vielen Dank dafür schon wieder mal. Der stattet mich ja mit dem allerfeinsten And1-Stuff überhaupt aus. Ihr seht es schon. Alles in dem Shop von ihm. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Basketball-Point. Glaube ich, wenn ich mich jetzt irre, klickt einfach auf den Link, checkt es aus. And1-Produkte vom allerfeinsten, feinste Qualität und wirklich zu einem richtig fairen Preis. Streetballer back in the days, die die And1-Produkte kennen, wissen, wovon ich rede. Und ich bekomme ja sehr viele Nachrichten auf Instagram, Mr. Mike Production, die das so feiern und wirklich richtig fett eingekauft haben. Weil das ist wirklich ein Flashback zurück in die Vergangenheit. Kannst du mir sagen, was du willst? Das ist wirklich krass, vor allem diese Produkte. Die gibt's so nicht mehr. Die werden ja nicht mehr hergestellt eigentlich. Also vor allem in Europa. In Europa ist And1 tot. Leider. Ich weiß nicht wieso. In Amerika bekommst du beim Walmart. Aber bei uns ist das alles anders. Deshalb check diesen Shop unbedingt aus. Kann ich nur empfehlen. Und jetzt gehen wir mal zu dem Hauptthema. Zu meinen neuen Schuhen, die ich testen werde. Echt. Sehr geil. Karl hat mich auch damit überrascht. Hat mir geschrieben. Mike. Ich will, dass du diese Schuhe hier mal testest. Nicht nur die And1 Tai Chi sind fett, sondern die hier haben es auch drauf, hat er gemeint. Deshalb sehr gerne. Vor allem meine schwarzen Tai Chis, die gehen so langsam lösen sie sich auf. Vor allem unten an der Sohle. Ich habe es immer wieder mal gezeigt. Weil ich so schnell unterwegs bin und immer auf Asphalt spiele, das ist ja auch so ein Ding. Der Asphalt killt einfach jeden Schuh, jeden Grip von jedem Schuh. Ich finde es auch gut, die And1-Tüten, alles. Also And1 hat wirklich so viele Produkte hergestellt. Unfassbar. Oh, was ist hier? Hier ist noch eine kleine Überraschungstüte. Das ist sehr geil. Hier, diese And1, ich hab's ja gerade gesagt. Sehr fett. Sehr geil. Alleine die Tüten. Also ich feiere alleine schon so eine Plastiktüte von And1. Ich würde ja Carlo so gerne endlich mal besuchen, vor allem in seinem Lager, was der da nicht alles hat. Was mache ich jetzt? Zuerst den Schuh. Er hat mir hier noch ein Päckchen mitgeschickt mit Sachen. And1 Socken. Ja, Mann. Sehr geil. Nochmal schwarz. Socken. Alter Hammer. Passt perfekt. Was ist? Das gibt's ja nicht. Da hat er noch mehr so kleine Details. Alter, das alleine, was ist das hier? Aus Silikon, das sind diese Armbändchen da. Ich habe nie ganz verstanden, für was man die braucht am Arm. Helfen die was? Style-Faktor? Gerne mal einen Kommentar dazu dalassen. Haben ja viele Spieler, auch Professor wirbt immer für seine Dinger zum Beispiel. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ein Elbow Band, okay, von And1. Und solche Sachen gibt es halt auch. Alles in seinem Shop. Zu jeder Bestellung bekommst du Sachen dazu geschenkt. Wie halt diese Sachen hier. Kopfhörer von And1. Was ist das hier? Silber. Was ist denn das? Das sind nochmal die Geldklammern alle einzeln. In Ball we trust. Sehr geil. In Ball we trust. Hier, alles aus Diamanten, echte Diamanten. Alter, ich habe ausgesorgt. Ha, ich habe ausgesorgt. Video zu Ende. Alter, sehr cool. Voll mit Diamanten besetzt. Wie geil. Drei Päckchen da. Lässig. Das ist echt witzig. Sehr witzig. Sehr geil. Carlo, vielen Dank dafür. Ich feiere diese kleinen Produkte. Das ist so Detailliebe und keine Ahnung. Geil einfach. Geil. Okay, jetzt gehen wir mal zum Schuh. Was habe ich hier? Größe 42,5. Normal habe ich 43, aber die Tai Chi hatte ich auch in 42,5. Okay, die sehen gar nicht so schlecht aus. Black Blue. Das ist der Advance. Advance. Nicht Game Boy Advance. And1 Advance. Oder? Advance mit. Okay. Black Blue. Black Blue. Made in China. Okay. Kostenpunkt für den Schuh 79 €. Und wenn ihr dann noch im Warenkorb meinen Code eingibt, Mike2019, bekommt ihr zu diesen 79 € nochmal 15%. Ihr bekommt zu allem 15%. Gebt am Ende einfach beim Warenkorb Mike2019 ein als Code und ihr bekommt 15% auf alles. Killer, schon immer gewesen. Echt, das ist der Hammer. Also das ist wirklich vom Preis her.
ein Schnäppchen schlechthin. Da kannst du nicht meckern. Sehr geile Sache. Ich bin gespannt und vor allem, ich werde den Schuh draußen rocken und draußen testen. Videos kommen, jede Menge, ihr werdet ja sehen. Achtet jetzt einfach mal auf meine Schuhe, was ich trage in den meisten Videos jetzt dann. Das ist er, das ist der Shit, das ist der Shit. Ich habe so überhaupt keine Erfahrung damit gemacht, ich habe ihn nie getestet, keine Ahnung. Da ist ein Aufkleber drauf. Bin gespannt, bin sehr, sehr gespannt. Mit einem Air-System. Bin gespannt. Viele werden natürlich wieder sagen, hässlich, oldschool, trägt keiner. Aber der hat schon irgendwas, er hat was. Hier vorne nochmal End One drauf. Hinten. Leicht auch, überhaupt nicht schwer. Es sieht ein bisschen klobig aus, aber der ist wirklich sehr leicht. Ich bin gespannt, wie es sich anfühlt, wie man mit ihm spielen kann, ob er bequem ist. Auch auf lange Sicht hinweg. Sehr geil. Checkt ihn aus. Checkt ihn aus. Oder ihr wartet auf mein Testergebnis. Wird aber bestimmt ein paar Wochen dauern, denke ich mal. Mal schauen, wann ich dazukomme, wann ich wieder rauskomme. Ja, ansonsten Feedback geben, eure Meinung, End One. Checkt aber trotzdem den Store unbedingt mal aus, auch für Shirts. Ey, Shirts und was weiß ich, Classic. Das ist wirklich Classic. Für mich ist es Classic. Ich bin damit aufgewachsen, End One. Was willst du noch sagen, End One Mixtapes? Was ist das Mixtape-Tour? Was soll ich noch sagen? Wer es nicht kennt, hat was verpasst, meiner Meinung nach. Hammer. Ja, ansonsten habe ich nichts mehr. Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mark. Böööö.